Nie, wszystko dobrze. Ja, dann schönen guten Abend. Wir machen kein Quiz. Wir machen heute unseren Monatsvortrag. Schönen guten Abend Ihnen allen. Es ist schön, dass wir doch so langsam wieder zurückgehen in die Präsenzveranstaltung. Ein herzliches Willkommen Ihnen allen am IWM, Institut für die Wissenschaften von Menschen. Mein Name ist Ludger Hagedorn, ich bin Permanent Fellow hier am Hause und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend Andrzej Gniazdowski zu diesem Monatsvortrag eingeladen haben. Andrzej ist Visiting Fellow bei uns am IWM zurzeit seit einigen Monaten, leider nur noch bis Ende dieses Monats. Die Zeit wird bald vorbei sein. Er arbeitet hier an einem Projekt zu den politischen Anwendungen der Phänomenologie. Andrzej Gniazdowski ist Professor am Institut für Philosophie und Soziologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Warschau. In seiner langjährigen Arbeit in diesem Feld hat er sich spezialisiert, insbesondere auf die großen Bereiche Ideengeschichte, politische Philosophie, politische Anthropologie. Zwei Namen, die man in diesem Zusammenhang nennen kann, Max Scheler vielleicht ein wichtiger Bezugspunkt für ihn und noch wichtiger vielleicht, und so passenderweise, es ist, als ob es abgestimmt wäre, war es nicht, Helmut Plessner, vielleicht noch ein wichtigerer Name in der philosophischen Auseinandersetzung von Andrzej Gniazdowski. Er ist ein klassischer Phänomenologe, darf ich so sagen, von Haus aus, mit einem starken Forschungsinteresse, das er in Husserl hatte am Anfang. Er war Gast des Husserl-Archivs in Köln in den 90er Jahren schon, hat auch Heidegger übersetzt, Heideggers Nietzsche-Vorträge ins Polnische übersetzt. Und in seiner Forschung, das darf ich weiter sagen, hat er sich, glaube ich, insbesondere kann man das sagen, auf drei große Themenbereiche, die ich für heute einmal hervorheben möchte, die wichtig sind auch für das, was er im Anschluss sagen wird, konzentriert. Und diese drei würde ich sagen, erstens die deutsche philosophische Tradition, insbesondere die Phänomenologie, das habe ich schon erwähnt, darüber hinaus aber auch zweitens, und da kommen wir schon näher an das von heute Abend, die Methodologie der Warschauer Schule für Ideengeschichte ist ein sehr wichtiger Bezugspunkt für ihn geworden. Und drittens, und das ist vielleicht das Spezielle, forscherisch, nur forscherisch, darf ich auch in diesem Zusammenhang, oder besonders forscherisch, zeichnet ihn eine Faszination für den Radikalismus aus. Ich möchte es jetzt nicht als persönliche Vorliebe, sondern als sein Forschungsinteresse verstehen. Von den Publikationen darf ich vielleicht nur erwähnen, ein Buch von 2019, erschienen auf Polnisch, Behemet Polski, Zajazd i Krytyczno Polityczne. Ich habe es vielleicht einigermaßen anständig ausgesprochen. Also der polnische Behemoth, kritisch-politische Ausflüge, kann man Ausflüge. Das, ja, Exkursionen, kritisch-politische Exkursionen. Und drei Jahre früher, 2015, und da haben Sie genau das, was ich am Anfang gesagt habe, sein Interesse für das Polnische einerseits und dann für die deutsche Tradition andererseits, das zitiere ich mal nur auf Deutsch, also auch in Polnisch erschienen, Antinomien des Radikalismus, eine politische Phänomenologie Deutschlands in den Jahren 1914 bis 1933. Außer diesen beiden Büchern in Polnisch darf ich noch erwähnen, dass er 2017, und das möchte ich ganz besonders gerne erwähnen, weil das von zwei Kolleginnen hier in Wien, zwei Philosophinnen in Wien herausgegeben wurde, dieser Band, Bianca Boteva-Richter und Madalina Diaconu, haben diesen Band Grenzen im Denken Europas herausgegeben, darin ein Beitrag von Andrzej Gniazdowski, Radikale Europäer, die Idee des Antemorale Christianitatis und die polnische Staatsraison. Das Antimorale Christianitatis erwähne ich jetzt auch nochmal besonders stark, darüber können wir vielleicht im Anschluss an den Vortrag reden. Ich glaube, auch ein wichtiges Motiv, also das Bollwerk des Christentums oder die Vormauer des Christentums, vielfach politisch und nationalistisch instrumentalisiert worden.
Und von diesem Bollwerk des Christentums gibt es vielfache Ausprägungen natürlich, von dieser Rhetorik des Bollwerks des Christentums gibt es die orthodoxen Ausprägungen, die russischen und serbischen, aber insbesondere natürlich auch die katholischen, die ungarischen, die kroatischen und nicht zuletzt und ganz wichtig auch die polnischen. Von denen werden wir heute Abend vielleicht noch hören. Sein Vortrag heute, eine Art Phänomenologie des Radikalismus unter dem Titel Diktatur des Heimischen. Andrzej, bitteschön. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einführung. Ich danke sehr für Ihr Interesse, das Thema und mindestens sehr meine Einzugkündigung dieses Interesse erweckt hat. Es bleibt mir zu hoffen, dass ich Sie nicht enttäusche. Zuerst muss ich mit ein paar Vorbemerkungen beginnen. Vor allem, dass ich muss erklären, dass ich mich keineswegs als Polen kenne oder Polen desto mehr, desto weniger Polen verstehe, betrachte. Wir haben uns mit Ludger entschlossen, dass ich nicht über das, was ich hier erforsche, sprechen werde. Also, und weil hier, was hier mich interessiert, ist vor allem der sogenannte Austrofaschismus oder der politische Katholizismus, der von den zwei Phänomenologen vertreten war. Ich meine Dietrich von Hildebrand und Aurel Kolnay. Sie haben die beiden an der Zeitschrift hier in Wien herausgegeben, gearbeitet. Der Name von dieser Zeitschrift war der christliche Ständestaat. Und ja, das Problematik des Adelsradikalismus nimmt irgendwie Bezug auf die Standesproblematik, die in diesem Zeitschrift, in dieser Zeitschrift präsent ist. Was ich heute sagen möchte, ist eigentlich nur ein kurzer Abschnitt aus der polnischen Ideengeschichte. Und was ich präsentieren möchte, ist eine ganz rohe Idee. Der polnische Republikanismus, der Republikanismus des polnischen Adels, als eine Art Radikalismus zu deuten. Und vielleicht bevor ich zu meiner eigentlichen Präsentation übergehe, es lohnt sich zu sagen, wie ich dazu überhaupt gekommen bin und eigentlich warum ich das für wichtig halte. Das Problem des Radikalismus ist in meiner Forschung aufgetaucht mit der Forschung der Geschichte der phänomenologischen Bewegung und ein Versuch, die politische Weltanschauung der ersten Generation der Phänomenologen zu rekonstruieren. Es war für mich von vornherein sehr erstaunlich, dass die Phänomenologie als eine sehr wichtige philosophische Bewegung des 20. Jahrhunderts eigentlich als ganz und gar apolitisch wirkt, obwohl, wenn man die Texte von Phänomenologen und insbesondere von Edmund Husserl selbst liest, man bekommt sofort den Eindruck, dass die Phänomenologie so sehr stark politisch gesinnt ist und sogar, dass der Geist des Radikalismus in der Phänomenologie so präsent ist. Sogar der Spruch zurück zu den Sachen selbst von Husserl und das heißt auch zurück zu der Wurzel von den Sachen selbst im menschlichen Bewusstsein kann es als eine Erklärung des philosophischen Radikalismus gedeutet werden. Und wenn ich mein Buch über die Antinomien des Radikalismus schreibte, ich habe dort die These aufgestellt, dass eigentlich die
Idee der von es, ist, es, es handelt sich eigentlich nicht um die Applikation oder Anwendung der Phänologie zur Politik, also es handelt sich nicht um eine besondere Methode der Analyse des politischen, Phänomene seitens der Phänologie, sondern dass die Idee der Phänologie selbst in einem Sinne politische Idee ist. Und um das zu irgendwie begründen, man kann verweisen auf die Kritik des Naturalismus, Psychologismus und Naturalismus bei Husserl, der eigentlich ganz ausdrücklich eine Kritik des rassistischen Tendenzen in der Anthropologie seiner Zeit war. Man kann sogar in logischen Untersuchungen einige Erkursionen Richtung der Problematik der Rasse finden, wo Husserl erklärt, dass die Begründung, die anthropologische Begründung der Logik nach sich möglicherweise auch eine rassistische Begründung der Logik mit sich bringt. Und deswegen ja, die Idee des Transzendentalismus, idealistischen Begründung der Logik mit Verweis auf die Tradition des deutschen Idealismus und das heißt auch deutschen Radikalismus. Insbesondere im Lehre, im Fichtes Lehre von Gottes ist diesen Radikalismus vielleicht am ausdrücklichsten zum Worte gekommen. Insofern Fichte den Menschen selbst als ein Strahl Gottes deutet, der und die Menschheit selbst ist eine Entfremdung Gottes, die auf eine Aufhebung dieser Entfremdung in einer Liebesgemeinschaft zielt. Und so ist die Idee der Phänologie, politische Idee der Phänologie, wie ich deuten würde. Und ja, deswegen auch mein Interesse auf das Problem des Radikalismus, wie er auch von Helmut Plessner in seiner Kritik der sozialen Radikalismus unter dem Titel Grenzen der Gemeinschaft ganz tiefgründig erforscht wurde. Und die Inspiration dazu, um sich mit dem Problem des Radikalismus auch in der polnischen Kontext zu beschäftigen, war dieses Zitat von ihm, dass jedes Volk seinen Radikalismus hat. Und ja, natürlich, er hat diesen Satz über den Deutschen geschrieben und ja, die Frage ist meinerseits eigentlich, wie zum Beispiel dieser Begriff an die polnische Ideengeschichte anzuwenden wäre. Und was ich heute zu sagen habe, ja, ich habe meinen Vortrag als die Diktatur des Heimischen betitelt und es handelt sich damit natürlich nicht um die Diktatur in einem Sinne, die zum Beispiel von Carl Schmitt in seinem Buch von 1921 definiert wurde. Obwohl muss man zustehen, dass Schmitt auch heute in Polen eine sehr wichtige Rolle spielt, insbesondere sein Dezisionismus. Und man kann auch vermuten, obwohl das ist natürlich nicht ganz politisch oder rechtlich nachweisbar, dass eigentlich auch zugrunde der polnischen Verfassungskrise einige Vorstellungen über das Recht, der innerhalb der polnischen Rechte populär ist, auch von Schmitt irgendwie beeinflusst war. Was ich mit der Diktatur des Heimischen meine, ist eher nur eine bestimmte Identitätsnarration, die in Polen seit schon langer Zeit zu beobachten ist und die sich ganz sehr stark auf die traditionelle Vorstellung von der polnischen Identität als von Katholizismus geprägt und von die
ritterliche Tradition der Toleranz. Und das heißt, das ist eine Identitätsnarration, die mit dem Radikalismus nichts zu tun hat und einige Art Mythologie mit sich darstellt. Ich würde nicht mich darin einlassen, welche Gründe eine solche Geschichtspolitik und staatsforderte Identitätsnarration sind. Ich würde sagen, vielleicht, dass die wichtigste von diesen Gründen sind die Versuche, die Europäisierung der Erinnerung und der Verleiblichung der polnischen Erinnerung in die gesamteuropäische Geschichte. Und damit hervorgerufene Identitätskrise innerhalb der polnischen Gesellschaft, die nach einer vielleicht neuen Wege der Identitätsbestimmung suchen wird. Und deswegen mein Versuch, die Geschichte des polnischen Radikalismus als ein Abschnitt aus der Geschichte der europäischen Radikalismus zu deuten, kann als ein kleines Versuch verstanden werden, zu dieser Selbstbesinnung beizutragen und einige kritische Punkte, vielleicht etwas unerwartete, auch zu berücksichtigen. Was ich heute zu präsentieren möchte, habe ich mich entschlossen, leider zu lesen. Bitte entschuldigen Sie bitte diese Enttäuschung, aber der Text, den ich vorbereitet habe, ist ziemlich dicht. Und was ich sagen möchte, vielleicht wäre ein bisschen leichter zu folgen. Und ich habe auch eine Präsentation vorbereitet, die vielleicht viel hilfreich in dieser Hinsicht wird. Also, das ist ein paar Zitate, die auch der Begriff des Heimischen ein bisschen zu erklären versuchen. Wir Slawen lieben die Idylle, das ist ein Zitat von Mickiewicz, von Wiade, von Annenfeier. Und schon bei Mickiewicz ist dieser Satz eine Art Ironie und Parodie. Er meint damit nicht, dass die Polen als Slawen die Idylle lieben, sondern er gegenüberstellt diese Vorstellung von Klassiker, die zum großen Teil auch russische Loyalisten waren, die neue romantische Idee der Poesie und auch der Kampf um die Souveränität der Volkes und die Verblühung des Volkes. Und das zweite Zitat aus Heidegger, der in 1942 die Vorlesungen über Hölderlins Hymne der Ister haltete und hat beklagte, dass das abendländische geschichtliche Menschentum ist seit langem schon auf dem Wege, so unheimlich zu werden, dass es die Sage des Heimischwerdens vergisst. Und was er mit der Weg, um unheimlich zu werden meint, ist natürlich der Prozess der Aufklärung, Liberalismus, Demokratie, also das, was über die Identität Westens besagt und dass er die deutschen Sage des Heimischwerdens gegenüberstellt. Und Seinsvergessenheit und auch kann man auch auf diese Weise die Idee der sozusagen fundamentalen Ontologie bei Heidegger
auch als politisch gesinnt von vornherein, wie bei Husserl die Idee des Transzendentalismus zu deuten. Und der dritte Zitat ist Zitat aus dem polnischen Ideenhistoriker Jerzy Szatzki. Er ist ein Mitglied der schon genannten Warschauer Schule für die Ideengeschichte, der in 1994 schon ein Buch über betitelt Liberalismus nach dem Ende des Kommunismus geschrieben hat und schon Anfang 90er Jahre sehr skeptisch sich gegenüber der Möglichkeit in Polen ein integraler Liberalismus sich zu etablieren, sich sehr, sehr, sehr skeptisch geäußert. Mit dem liberalen, integralen Liberalismus hat er gemeint, ja, der nicht nur ökonomische und politische Liberalismus, sondern auch sagen, kultureller Liberalismus. Aber auch die Chancen für den politischen Liberalismus hat er ziemlich skeptisch geschätzt. Und diese Zitate ist eigentlich eine Art Erklärung von diesem Phänomen. Er versteht Liberalismus als ein sozusagen Ausdruck, als ein sehr zeitlich und räumlich begrenztes Phänomen, der im Kontext des westlichen Gesellschaft entstanden ist und dass jede Versuche seine Transplantation in den anderen Kontext, auch in, unter anderem östlichen Kontext, eine Gegenreaktion, also ja, ziemlich skeptisch zu schätzen ist. Und heute werde ich diese Chancen auf den Transplantation der Idee des Liberalismus im polnischen Kontext von ihm mit der Interpretation von Andrzej Walicki, der andere Vertreter der Warschauer Schule für die Ideengeschichte, zusammengestellt, der doch einige Elemente des Liberalismus oder mindestens der politischen Idee der Nation in Polen nachzuweisen versucht. Und, ja, also zum ersten Teil meine Präsentation, das ist die Idee der Sonderwege zum der polnische Sonderweg zur Moderne. Im Unterschied zur traditionellen Identitätsnarration, polnischen Narration, wird in der Historiographie das Heimischsein der liberalen Tradition in Polen meistens negiert. Die konservativ-nationale Vorstellung, dass Polen in der Vergangenheit nicht nur mit dem Westen Schritt hielt, sondern in der Entwicklung liberaler Institutionen sogar entschieden vorauseilte, wird in der kritischen Geschichtsschreibung für nichts mehr als Mythos gehalten. Indem die Geschichtspolitik der heutigen Regierung sich von der Größe des polnischen Geistes der Freiheit und der Tradition ethnisch-religiöser Toleranz schwärmt, ist der Liberalismus im strengen Sinne des Wortes im Rahmen der Ideengeschichte als ein Frucht der kapitalistischen Entwicklung, der Handelsgeistes und des strengen dritten Standes definiert, also genau alles dessen, was in Polen immer fehlte. Ohne der sozialökonomischen und im 19. Jahrhundert wegen Souveränitätsverlusts auch der staatspolitischen Basis ist der polnische periphere Liberalismus von seinen Historikern höchstens für eine migrierende Idee, also keineswegs für etwas Heimisches gehalten. Er soll ein intellektuelles Projekt sein, das nach der Meinung seiner in der politischen Geschichte keineswegs zahlreichen Anhänger nur als Ergebnis der städtlich geförderten Modernisierung und Demokratisierung verwirklicht werden kann. Insofern als die polnische Staatlichkeit erst im 1918 in der Form einer demokratischen Republik wiederhergestellt wurde, kann von den Ansätzen des Liberalismus in Polen nach dieser Geschichtsschreibung erst seit dieser Zeit eine vorsichtige Rede sein. Die Chancen, dass der Liberalismus nach dem Ende des Kommunismus sich in Polen etablieren kann,
wurden aus diesem Grund von einigen Historikern und Soziologen von vornherein skeptisch geschätzt. Schon Anfang 90er Jahre hat Jerzy Schatzki, einer der Vertreter der postmarxistischen Warschauer Schule für die Ideengeschichte, den Liberalismus als ein Phänomen der westlichen Welt der letzten Jahrhunderte bezeichnet. Insofern als Liberalismus in den anderen Kontexten nur als eine mehr oder weniger gelungene Transplantation in Erscheinung tritt, war es nach ihm nicht verwunderlich, das ist ein Zitat, das hier schon zu lesen war, wenn Liberale in den Ländern Osteuropas in der Regel eine prowestliche Einstellung haben und sich am wenigsten vor der die einheimischen Werte bedrohende Moderne fürchten, waren ihre Gegner sich gern auf die einheimischen Werte berufen und auf die Verdorbenheit der westlichen Kultur hinweisen. Das wichtigste Dilemma der Liberalen nach 1989 war nach Schatzki das zwischen dem Liberalismus als Projekt der guten Gesellschaft, das man uneingeschränkt verwirklichen möchte, und dem Liberalismus als Methode politischen Handels, die jakobinisch-bolschewistische Verfahren der Verwirklichung von Idealen ausschließt. Und insofern, als die Liberale in Polen, ja, diese Schocktherapie, keinen anderen Weg zur Modernen sahen, als die Gesellschaft, das ist ein Zitat von einigen von liberalen, polnischen Liberalen, der ein bisschen ja, spottete über diese Strategie, an der Schnauze zu packen und Liberalismus einzuführen, war es nach ihm auch nicht verwunderlich, dass eine Bewegung in Richtung eines euroskeptischen, korporativen Populismus schon damals festzustellen war. Während Schatzki irgendwelche Möglichkeit auf eine heimische Tradition des Liberalismus in Polen Bezug nehmen, eindeutig abgelehnt hat, wurde im Rahmen der von ihm vertretenen Warschauer Schule für die Ideengeschichte ein kritischer Versuch auch in diese Richtung gemacht. Der Ausgangspunkt jenes Versuchs war die Infragestellung der These über die geschichtliche Wirksamkeit in Polen der ausschließlich postromantischen, das heißt ethnischen und nicht politischen Idee der Nation. Die Überzeugung von dem westlichen Monopol auf die politische Erfahrung, welche die Bildung der aufklärerischen, staatsbürgerlichen Idee der Nation ermöglicht hat, wurde von dem Ideenhistoriker Andrzej Walicki bestreitet. In seinen ideengeschichtlichen Studien hat er die These aufgestellt, dass zum Heimischwerden dieser Idee in Polen eine republikanische Tradition des Adels beigetragen haben konnte. Ein Zeugnis, dass die politische Idee der Nation auch im heimischen Kontext in Erscheinung trat, war nach dieser Interpretation das Konzept der nationalen Zugehörigkeit, das während der Auseinandersetzung über die Staatsreform Ende 18. Jahrhunderts entworfen wurde. Insofern als jenes Konzept die Nationalität mit der Staatsbürgerschaft gleichsetzte und in der Idee der Souveränität des Volkes gründete, war es auch in seiner Auffassung par excellence politisch und in diesem Sinne westlich. Die These, dass der polnische Sonderweg zur Moderne durch die politische Erfahrung des Adelsrepublikanismus vorbereitet war, hat Walicki zugleich mit zahlreichen Vorbehalten versehen. Er hat darauf hingewiesen, dass die heimische republikanische Tradition insofern kaum einen Abschnitt aus der Geschichte des westlichen Republikanismus, Republikanismus bildet, als ihr sozialer Träger nicht der Bürgerstand, sondern Adelstand war. Selbst wenn die polnische republikanische Ideologie in der Neuzeit den monarchistischen Absolutismus mit der Idee der Volkssouveränität bekämpfte, hat sie das Volk mit dem sogenannten zweiten Stand gleichgesetzt und von ihm den ganzen dritten Stand, das heißt die sowohl bäuerlichen als auch bürgerlichen Adelsultanen, ausgeschlossen. Die Verschiedenheit des heimischen Republikanismus von dem Republikanismus im Westen bestand auch in ihrer katholischen und nicht protestantischen, mit der Ideen der religiösen Toleranz verbundenen konfessionellen Provenienz. Wegen ihres fanatischen Katholizismus haben die heimischen Adelsrepublikaner, nach Walickis Bemerkung, für die Negation der Freiheit nur das absolutum Dominium gehalten, ohne ihre Gefährdungen seitens der Kirche wahrzunehmen.
dass der Adelsrepublikanismus wenig mit der Tradition des westlichen, jener Gefährdungen durchaus bewussten Liberalismus hatte, hing nach Walicki mit der republikanischen Idee der Freiheit zusammen. Im Lichte der bekannten Unterscheidung von Benjamin Constant zwischen der Freiheit der Alten und der Freiheit der Modernen hat Walicki die goldene Freiheit, an welcher der heimische Adel hing, als die der Alten bezeichnet. Es war nach seiner Auffassung eine Freiheit, verstanden als Teilhabe an der kollektiven Souveränität, nicht aber als Verteidigung der Rechte des Individuums bei der Verwirklichung seiner eigenen Lebenspläne. Eine der am besten bekannten Institutionen des Adelsrepublikanismus, die des Liberum Veto, hat Walicki demzufolge auch keineswegs als Zeugnis des überschäumenden Individualismus des heimischen Adels gedeutet. Sie war nach seiner Interpretation eher der Ausdruck des Ethos eines archaischen, den sozialen Konformismus erzwungenen Kollektivismus. Das Liberale des Liberum Veto bestand nach Walicki im Verständnis der Freiheit als Privileg einer geschlossenen, durch die gemeinsame Herkunft sich legitimierenden Menschengruppe und nicht als natürliches, auf die menschlichen Individuen bezogenen Menschenrecht. Dass der Adelsrepublikanismus allen diesen Vorbehalten zum Trotz den polnischen Sonderweg zur Moderne bahnte, kann nach dieser Interpretation durch den Verweis auf die Paradoxität jenes politischen Phänomens begründet werden. Das immanenten Paradox habe am deutlichsten gegen das Finis Polonie in der ideengeschichtlich problematischen Identitäten der zwei damals miteinander streitenden, auf die Verbesserung der Adelsrepublik abzielenden Parteien zum Wort gekommen. Walicki hat als Paradox betrachtet, dass während die als modern bezeichnete Partei die Chance auf die Verbesserung der Republik in ihrer Veränderung in die absolutistische Erbmonarchie suchte, war es eben der Adelsrepublikanismus, der in der Öffentlichkeit als konservativ wirkte. Das Paradox, das mit der Identität der modernen Partei verbunden war, löste Walicki mit Verweis darauf, dass die polnischen politischen Aufklärer nur die notgedrungenen Monarchisten waren. In Europa des Absolutismus waren sie nach seiner Interpretation bereit, die kollektive Souveränität des Adels zugunsten der Modernisierung ihres Staats und so der Bewahrung seiner Souveränität zu opfern. In der als konservativ bestimmten Adelsrepublikanischen Partei dagegen war nach Walicki der interessante Prozess zu beobachten, der in der Veränderung des Adelsrepublikanismus in einen aufgeklärten Republikanismus bestand, der die altpolnische Ideale mit der aufklärerischen Kritik des Absolutismus untermauerte und der den Staat zu heilen und zu stärken, ohne die Thronprärogative zu vergrößern, suchte. Die Möglichkeit der guten Veränderung des Adelsradikalismus in den modernen Bürgerrepublikanismus gründete nach dieser Interpretation in der inneren Logik jenes politischen Phänomens. Was die heimische Sonderrepublikanismus mit dem modernen Republikanismus gemeinsam hatte, war dieser Deutung zufolge die Idee der Volkssouveränität. Sie sollte in der Idee der kollektiven Adelssouveränität sozusagen im Keime enthalten sein und als solche über die Möglichkeit eines nicht revolutionären, von oben kommenden polnischen Sonderwegs zur Moderne besagt. Die innere Logik, nach welcher das Phänomen des Republikanismus in Erscheinung tritt, bestand nach dieser Interpretation in der sogleich von selbstverständlichen Umwandlung des Adelsrepublikanismus in einen solchen Republikanismus, der den Begriff des Volkes auf alle Staatseinwohner ausdehnt. Die These, dass diese Logik im polnischen, heimischen Kontext wirksam war, hat Walicki mit Verweis auf die politischen Schriften der konservativen Adelsrepublikaner des 18. Jahrhunderts begründet. Die genannte Logik sollte ihren Ausdruck in diesen Schriften zum Wort kommenden Bewusstsein finden, dass die Verbürgerlichung des Volkes, also im Grunde seine Verradelung oder Verledelung, eine folgerichte Entwicklung der republikanischen Grundsätze ist.
gegen diese Interpretation möchte ich ja ein paar Gegenargumente, meine eigene Gegenargumente stellen. Und in Anknüpfung an diese, an diese Interpretation eine ja, andere Deutung dieses Republikanismus vorzuschlagen. Die Interpretation des Adelsrepublikanismus als Keimgestalt des demokratischen Bürgerrepublikanismus ist von den verschiedenen Gründen zu bestreiten. Der Haupteinwand gegen diese Auslegung wäre, dass die Vorstellung von einer inneren Logik des Republikanismus eine These von der inneren Logik der Geschichte vorauszusetzen scheint. Im Unterschied zu den verschiedenen Typen der Modernisierungstheorie war zwar den Vertretern der Warschauer Schule für die Ideengeschichte die These über die konkreten Phasen der Entwicklung, welche die Modernisierung durchläuft, methodologisch fremd. Anders insbesondere als die Marxisten haben die Warschauer Ideenhistoriker die geschichtlichen Phänomene für die ganzheitliche, je nach ihrem Stil innerlich kohärenten Sinnstrukturen gehalten. Demzufolge suchte auch Walicki den Adelsrepublikanismus als ein nicht konservatives oder reaktionäres, sondern paradoxes Phänomen zu interpretieren, das sich den Modernisierungsmechanismen entzieht. Die These von diesem Republikanismus als ein potenziell modernes Phänomen scheint nicht desto weniger doch die Vorstellung seiner aktuellen, eigentlichen Gestalt zu implizieren und damit auch die Vorstellung eines rechten Weges zur Moderne, den er sozusagen von sich aus endlich betritt. Das Problem mit der Idee des polnischen Sonderwegs zur Moderne besteht nicht nur darin, dass sie sich nicht auf dem deskriptiven, wertfreien, sondern normativen Begriff der Moderne stützt. Es handelt sich nicht nur darum, dass sie eine teleologische Vorstellung der Geschichte mit sich bringt, die einer speziellen metaphysischen Begründung bedarf. Die Idee eines solchen Sonderweges, die vielleicht auf Umwegen, aber trotzdem ihr Ziel in der Verwirklichung der sowohl Bürger- als auch Menschenrechte erreicht, bleibt auch aus den rein faktischen Gründen problematisch. Die These von der spontanen Entwicklung des Adelsrepublikanismus zum demokratischen Bürgerrepublikanismus, unterbrochen durch die Teilung Polen natürlich, aber später auch zur Verwirklichung in anderen Umständen, erweist sich insbesondere im Lichte der Volksgeschichte Polens. Jetzt ziemlich gut viele Veröffentlichungen zu diesem Thema zu lesen in Polen sind. Als durchaus kontrafaktisch. Trotzdem, selbst wenn die republikanische Erfahrung des polnischen Adels aus diesen Gründen sich keineswegs als ein Abschnitt aus der Geschichte des europäischen Liberalismus deuten lässt, kann die These von dem Heimischsein einer freiheitlichen Tradition in Polen kaum bestreitet werden. Insofern als der heimische Republikanismus auch in der Historiografie des europäischen Republikanismus sich erst einen Platz suchen muss, stellt sich somit die Frage auf, in welchem anderen, sowohl historisch als auch theoretisch breiteren Kontext seine Eigenart zu analysieren. Die Identitätsnarration, nach welcher der polnische Adelsrepublikanismus nicht woanders als im Rahmen der Geschichte des europäischen Radikalismus als heimisch anerkannt werden kann, mag zunächst befremdlich klingen. Der Begriff des Adels als eines Standes, das heißt als einer sozialen Gruppe, die von den anderen Ständen aufgrund der ihr zukommenden Privilegien abgesondert ist, verbindet sich in der allgemeinen Vorstellung eher mit dem Begriff des Konservatismus als Radikalismus. Insofern als die Bewahrung der exklusiven Standesberechtigungen eine Bedingung sine qua non seiner Selbsterhaltung ist, scheint der Adel nicht der eigentliche soziale Träger der revolutionären und umstürzlichen Ideen zu sein. Im Lichte der etymologischen Definition des Radikalismus, die auf die Herkunft des Wortes radikal aus dem lateinischen radix, die Wurzel, Bezug nimmt, radikal zu sein ist, mit Marx gesprochen, die Sache an der Wurzel zu fassen. Insbesondere in Konfrontation mit dem Begriff des sozialen Radikalismus, der für die Wurzel der Sache der Mensch selbst hält,
und der sich als Ziel die universelle Emanzipation des Menschen als ein Gattungswesen vornimmt, scheint die Idee des Adelsrepublikanismus als ein Radikalismus zu deuten, sogar widersinnig zu sein. Der Grund davor, dass die Geschichte des Adelsrepublikanismus in Polen doch als ein Abschnitt aus der Geschichte des europäischen Radikalismus gedeutet werden kann, ist die Rolle, die in der Definition der beiden Begriffe der Begriff der Souveränität spielt. Der eigentliche historische Kontext, in welchem der moderne politische Radikalismus zum ersten Mal in Erscheinung tritt, ist der Kampf um die Wahlrechtsreform um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert in England. Das pejorative Etikett Philosophical Radicals hing damals der Gruppe der politisch engagierten Utilitaristen, deren Hauptvertreter Jeremy Bentham und James Mill waren. Dass sie in ihrem Verlangen nach Demokratisierung des Wahlrechts auf diese Art von ihrem monarchistischen Gegner bezeichnet wurden, weist eindeutig darauf hin, dass der politische Radikalismus für seinen theoretischen Bezugspunkt die republikanische Idee der Souveränität des Volkes und die seit Hobbes entwickelte Theorie des Gesellschaftsvertrags hat. Der unmittelbare historische Kontext, in welchem der moderne Radikalismus zu einem politischen Begriff erhoben wurde, macht zwar seine Geschichte auch zum Abschnitt aus der Geschichte des Liberalismus. Insofern als es die Idee der kollektiven Souveränität und nicht die der individuellen Freiheit für den Begriff des Radikalismus konstitutiv ist, kann denn noch die radikale Politik in ihrem eigenen Art erst in einem breiteren historischen Kontext des europäischen Republikanismus definiert werden. Okay, das ist... Also, worauf ich noch jetzt verweisen möchte, ist, ja, dass bei Marx ist eigentlich zu finden die Beschreibung des Radikalismus als eine Ideologie des dritten Standes. Er bezieht sich auf, nur kurz zu sagen. Also insofern der Radikalismus als auch als bürgerlicher Radikalismus, liberal-demokratischen Liberalismus als ein Radikalismus des dritten Standes zu bestimmen ist, stellt sich die Frage auf, ob nicht auch über die Radikalismen der anderen Stände der vormodernen Gesellschaft die Rede sein kann. Und um die Möglichkeit dieser Rede zu begründen, schlage ich vor, Radikalismus als säkularisierter theologischer Begriff zu deuten, dessen primärer Kontext der Gestaltung die Diskussion über die Möglichkeit der Selbsterlösung des Menschen. Also insofern bei Kant die Rede über dem radikalen Böse ist, das bestimmt ja die Verwurzelung des Bösen wegen der Erbsünde in der Natur des Menschen. Es ist die Frage, ob der Mensch sich selbst von diesem Bösen heilen kann oder muss ja auf eine Gnade warten. Und mein Vorschlag ist, ja, die radikale Politik auf alle Versuche, die noch im Mittelalter nachzuweisen sind, die sich auf die Idee der Möglichkeit des Selbsterlösung des Menschen berufen und im Mittelalter zum Beispiel in Armutsbewegungen zum Wort gekommen waren. Und noch kurz bei Piotr Skarga in seinem Sejm Predigten von Ende 16. Jahrhundert wurde eine Kritik des Adelsradikalismus aus der theologischen Perspektive geübt, die dieser Republikanismus als eine Art
doch Radikalismus zu verstehen erlaubt. Und dass eigentlich in Polen die Zusammenstellung von der Pole Katholik sich durchgesetzt hat als zum Beispiel diese radikale Selbstbestimmung, wie zum Beispiel in puritanischen Revolution in England, ist mit der Walicki bestimmt das kluge Politik der Jesuiten in Polen, die zur Erfolge der Gegenreformation beigetragen hat. Und ja, nach dem Ende von Ende Polen, nach der Teilung Polen, zum Beispiel in der politischen Romantik, die Radikalismus der polnischen Adels zum Wort gekommen ist. Ja, ich erlaube mich noch zum Schluss ein Zitat von Jakob Talmud zu diesem Problematik mich zu bedienen. Von der Wirkung dieses Adelsradikalismus im 19. Jahrhundert schreibt Talmud: Polen wurden mit oder ohne Willen zu Feinden der monarchistischen und dynastischen Legitimität und zu Vertretern der Rechte der Völker gegen die Könige im Lager der Europäischen Revolution. Aus rein patriotischen Motiven wurden viele Angehörige des polnischen Adels dazu getrieben, sich der Bewegung des sozialen Radikalismus anzuschließen. Während einer Generation oder mehr gab es in Europa keinen Aufstand, keine Unruhen, keine Verschwörung, keinen Geheimbund, keine Barrikaden, an denen nicht Polen als Kämpfer und Selbstführer beteiligt waren. Und auf die Frage nach den Chancen des Liberalismus in Polen und nach der Möglichkeit der Überwindung dieser Diktatur des Heimischen möchte ich mich ziemlich skeptisch zum Ende äußern. Dagegen ja, hätte ich diese radikale Tradition doch als vielversprechend in dem europäischen Kontext halten, insofern als, ja, zum Beispiel, das ist ein Zitat aus Mickiewicz, in der polnischen Romantik sich diese eindeutig proeuropäische Einstellung durchgesetzt hat. Also, vielen Dank und viel Ihre Aufmerksamkeit. Andrzej, vielen Dank, auch von mir. Vielleicht versuchen wir in dem Gespräch jetzt nochmal zwei, drei Grundzüge, versuche ich mit meinen Fragen nochmal anzureißen von deinem Vortrag, weil es war jetzt wahrscheinlich bei weitem nicht alles drin, was du hättest sagen wollen. Sowieso nicht, was du hättest sagen können, aber noch nicht mal das, was du hättest sagen wollen. Ich beginne mal mit dem, was in der Ankündigung für den Vortrag heute Abend sehr prominent platziert war. Das ist ein Versuch von dir, eine andere Theorie für die populistischen Strömungen der Gegenwart zu entwickeln. Du gehst aus von dieser These von Anne Applebaum, dass das weltweite Anwachsen des Populismus, sei es das Amerika mit Trump oder Bolsonaro oder seien es die europäischen Populismen, sie sieht das als eine globale Entwicklung, eine globale Verlockung des Autoritären, der diese Staaten gleichermaßen unterliegen. Du demgegenüber möchtest eine lokale Tradition stark machen, die lokale Geschichte betonen und nicht nur Geschichte, sondern die lokale Ideengeschichte. Du sagst, das ist was spezifisch Polnisches und statt Populismus, das wäre das große Wort für alles, statt Populismus sprichst du von Radikalismus. Das wäre ein ganz anderer, also das ist dieser zweite Begriff ist damit auch verbunden. Meine Frage vielleicht zum Einstieg, wie stark, wenn ich deiner These folge, wie stark bleibt das denn wirklich nur lokal? Du hast jetzt auch im Vortrag mehrfach betont diesen Begriff der polnische Sonderweg. Wir kennen aber viele Sonderwege, gerade in der europäischen Geschichte sprechen wir von sehr vielen verschiedenen Sonderwegen.
was ist wirklich so besonders an dem polnischen Sonderweg? Und wenn ich mir die Entwicklung anschaue, vieles von dem, was du jetzt gesagt hast, diese Analysen auch, ich habe das am Anfang gesagt, wir können über diesen Begriff des Antemorale Christianitatis sprechen, das Bollwerk der Christenheit, das haben die Ungarn genauso für sich in ihrer Tradition, auch heute, das lebt in der ungarischen Gegenwartspolitik in ganz gleicher Weise wieder auf. Ich sehe da ganz, ganz große Parallelen zu Polen auch. Also, warum sprichst du dann doch nur über diesen polnischen Sonderweg als den einen ganz besonderen Weg und gibt es nicht da noch viel stärkere Anknüpfungen auch international, auch in andere Traditionen? Vielleicht zum Anfang. Ja, wenn ich eigentlich... Eigentlich nicht. Eigentlich in meinem Vortrag habe ich ein bisschen verweist, dass diese Idee vom polnischen Sonderweg zu Moderne sich in einem breiteren Kontext befindet. Man kann zum Beispiel auch über die Kontroverse zwischen Slavophilen und Okzidentalisten in Russland verweisen. Da sind ja diese Gegenüberstellungen zwischen heimischen Werten und der liberalen Demokratie, die sich auch bei Heidegger in Deutschland zum Wort gekommen sind, vor dem Zweiten Weltkrieg und auch insbesondere während des Ersten Weltkriegs. Ja, du hast Scheller erwähnt und ja, zum Beispiel in seinen Kriegsschriften, das ist ganz spürbar, dass eine typisch deutsche Erfahrung, eigentlich ja, der Begriff des Sonderwerks habe ich ja, von diesem deutschen Kontext übernommen. Über den polnischen Sonderweg zu Moderne habe ich nur deswegen gesprochen, weil ich ja diese polnische Erfahrung irgendwie umdeuten versuchte. Und natürlich, ich denke, dass ja, diese freiheitliche Tradition, an welche auch die offizielle Geschichtspolitik sich beruft, etwas ja, Unbestreitbares ist, das eigentlich nur eine eigentliche Interpretation verlangt, um diese Tradition nicht als Sonderweg der eigentlichen westlichen Weg gegenüberzustellen, sondern als ein Weg innerhalb der gesamteuropäischen Weg zu präsentieren. Und ich habe den Begriff des Radikalismus gewählt, der eigentlich heute inhaltlos wirkt. In der Öffentlichkeit wird der Wort Radikalismus eigentlich nur an Islamisten verwendet. Er bezieht sich eher als eine Methode der politischen Kampf und nicht als eine Ideologie betrachtet wird. Und mein Versuch ist, der Begriff des Radikalismus mit diesem Inhalt irgendwie versetzen, über eine Vorgeschichte des Radikalismus noch im Mittelalter zu verwalten, ja, mittels seiner Interpretation als eines säkularisierten theologischen Begriffs, ja, und auf diese Weise ja, diese polnische Sondererfahrung in der gesamten europäischen Erfahrung irgendwie beheimatet. Radikalismus außerdem gilt als ja, typisch moderner Begriff, also er wird dem Konservatismus gegenübergestellt. Was ich eigentlich mit dieser Interpretation auch bestreiten möchte, ist auch die Schärfe dieser Gegenüberstellung und, ja, was ich angedeutet habe, die
normativer Begriff der Modernität, die eine Art Theologie der Geschichte mit sich bringt. Also, aber diese Theologie kommt nur davon aus, dass das ist die Geschichte, die von sozusagen unserer Bourgeois-Bewusstsein so erfahren wird. Und eigentlich, ja, es ist keine sozusagen Bewegung in die Geschichte, in eine bestimmte Richtung, die von einer Normativität sprechen lässt. Ich mache noch einen zweiten, ganz anderen Zugang, den man, glaube ich, auch wählen kann zu deinem Vortrag. Der vielleicht wichtigste Begriff ist politische Theologie und oder säkularisierte Theologie. Das ist, glaube ich, dein ganzer Vortrag ist eine Analyse oder eine Auseinandersetzung mit dieser säkularisierten Theologie. Polen hat es natürlich eine, wie soll ich sagen, eine jahrhundertelange Tradition, ein Messianismus, der sich aus diesem Bewusstsein der polnischen Sonderstellung entwickelt hat. Vieles davon haben wir in deinem Vortrag gehört, Anknüpfung an gewisse romantische Vorstellungen, national-ethnische Vorstellungen und so weiter, die sich damit verknüpfen, die in diese Beziehung eingeflochten werden. Einer der schärfsten Kritiker, philosophischen Kritiker, auch jemand, über den du an anderer Stelle geschrieben hast, dieser Verflechtung von Theologie und Politik ist Karl Löwith, gerade in seinem Buch Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Das ist diese Übertragung einer theologischen Eschatologie, also eines Theologems in politische Zusammenhänge. Das ist das, was er als das Fatale analysiert, der Weltgeschichte einen quasi religiösen Sinn, eine Sinnhaftigkeit zu verleihen und daraus Konsequenzen abzuleiten, die auch eine Beeinflussung der Geschichte in eine bestimmte Richtung zulassen. In Polen, glaube ich, hat es auch in der gesamten Zeit, die du besprochen hast, hat es Gegenbewegungen gegeben. Wir haben das schöne Zitat von Adam Mickiewicz, ich glaube, eine sehr ambivalente Figur, kann man sagen, für Polen. Warum ist dieser andere Teil, der vorsichtiger ist gegenüber der engen Verflechtung von Theologie und Politik, warum ist er in Polen so zurückgedrängt worden? Und ich verknüpfe das noch ganz stark mit einer Anbindung an eine, glaube ich, für Polen bis heute überragend wichtige Figur. Das ist Johannes Paul II., der in dieser Hinsicht, glaube ich, einen enormen Einfluss im 20. Jahrhundert gehabt hat. Sehr führend war in dem, was er wahrscheinlich verstanden hat als die Re-Evangelisierung Europas. Und diese Re-Evangelisierung Europas sollte seiner Vorstellungswelt nach ganz stark ausgehen von Polen. Und sie sollte das überwinden, was er immer genannt hat, die Zivilisation, diese aufklärerische Zivilisation des Todes. Ja. Der wollte er begegnen mit einer Re-Evangelisierung ausgehend von Polen. Eine Art Reconquista, kann man wirklich sagen, die sich damit verbunden hat. Gleichwohl, glaube ich, gibt es auch sogar in Wojtyła, glaube ich, gab es auch immer die anderen Motive, die einer reinen Theologie, einer Theologie, die sich zurückzieht aus der Welt, sind bei ihm auch vorhanden. Wie viel von den heutigen Bestrebungen dieser politischen Theologie in Polen, wie viel davon ist wirklich unmittelbar verbunden mit Karol Wojtyła? Wie viel davon ist vielleicht auch falsche Inanspruchnahme von Wojtyła? Ja, das ist insofern sehr schwierige Frage für mich, weil ich mich schon am Anfang als kein Poler kenne. Ja, natürlich. Ich kann vor allem über meinen Absichten sprechen. Und eine von diesen Absichten war auch natürlich diese Zusammenstellung von der Pole, der Katholik irgendwie zu entkoppeln. Und mit dem Begriff des Radikalismus schien es mir versprechend zu sein.
obwohl ich stimme völlig zu, dass im Rahmen des politischen Romantik in Polen der Radikalismus sehr eng mit der religiösen Tradition sich verbindet, in der Form des politischen Messianismus. Worauf man eigentlich nur verweisen kann, ist der heretische Charakter von polnischer Romantik und die Ambivalenz von der Orthodoxie, Hauptfiguren der polnischen Romantik, einschließlich Mickiewicz. Ja, seine Vorlesungen im Collège de France waren aus dem kirchlichen Index der verbotenen Bücher. Ja, man kann auch darauf verweisen, dass die polnischen Aufstände im 19. Jahrhundert vom Papsttum als Garant des Heiligen Allianz verdammt wurden. Also es ist natürlich, das ist auch sehr zweideutig, weil diese romantische, radikale Tradition, die ja in Polen, ich würde sagen, ja, unbestreitbar wirksam war, auch von den Kommunisten in Polen nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie instrumentalisiert war, um die, ja, die kommunistische Traditionen sozusagen, auch Kommunismus vor Kommunismus in Polen zu identifizieren. Und man kann auch sagen, dass das wirklich auch nicht ohne Grund gemacht wurde. Worauf ich verweisen wollte, ist in der Tat so, dass wenn man über die polnische Identität und was in polnischen Identität beheimatet ist, das sind nicht die liberalen Ideen, aber das sind diese radikalen, doch modernen Ideen. Und ja, das war meinerseits nicht ein Versuch einer Apologie, sondern eher ein Versuch darauf hinzuweisen, dass wenn man in der polnischen Geschichte eine Prämisse der Modernisierung sucht, man findet eher diese finsterere Elemente der europäischen Modernität, die eigentlich ihre Enthartung im Kommunismus und rassistischen oder zoologischen Nationalismus fanden. Und man kann auch hier auch auf die polnischen Elemente ja, verweisen. Ich schaue in die Runde, es ist Gelegenheit für Sie. Bitte schön. Das ist nur für den Livestream. Ja, ja. Das verstehe ich. Eine Bemerkung. Es fehlt mir zu machen einen Unterschied zwischen Republikanismus bis Hälfte 17. Jahrhundert und danach. Weil es gab die Shift nach den schwedischen Kriegen, weil die Schweden Protestanten waren und die schwedischen Kriege in Hälfte von 17. Jahrhunderten, die brachten diese enge Situation von Katholizismus und Republikanismus in Polen. Also vor schwedischen Kriegen, da gab es nicht oder nicht so stark und danach, das entwickelte sich besonders im 18. Jahrhundert. Das ist eine Bemerkung. Und eine Frage, zu welchem hast du gemacht, kannst du
Ähnlichkeiten finden zwischen polnischem Republikanismus, aber auch französischem. Weil dieser Radikalismus von Rousseau und Jakobiner, da gibt es viele Ähnlichkeiten. Auch in Jeffersons Radikalismus. Ich würde auch sagen, dass es gibt viele Ähnlichkeiten. Das würde interessieren. Das ist natürlich für einen neuen Vortrag, aber das vielleicht kannst du zwei Sätze darüber sagen. Danke. Ja. Vielen Dank für diese Bemerkung und für diese Frage. Robert Koster ist bestimmt besser Kenner, Polenkenner und vielleicht auch Polenversteher als ich. Und ja, ich stimme nur zu, dass wirklich ich kann nur zustimmen, ja, dass die schwedische Kriege ein wichtiger Punkt in der Gestaltung dieser Identität, der katholischen Identität in Polen waren. Man kann auch ja, auf interessante Parallele zwischen die schwedischen Kriege waren ein Teil auch der bürgerlich in England von dieser Zeit dass es eigentlich keine Beziehungen zwischen polnische Republikaner und zum Beispiel die Republikaner von Cromwell in England, weil damals in England im Hälfte 17. Jahrhunderts auch eine Republik gegründet wurde. Und man aus der Korrespondenz von Cromwell kann man entnehmen, dass er eine Wahlmonarchie auf Muslimpolen in England damals einführen wollte, aber dass diese Beziehungen nicht so strong waren wegen des ja, Allianz zwischen Cromwell und Schweden aufgrund des protestantischen Identität. Also natürlich, diese konfessionelle Identitäten waren damals sehr, sehr stark. Und damit habe ich angefangen, ein bisschen schon auf die Frage zu beantworten. Natürlich, insbesondere wenn man heute die Geschichte der Vereinigten Staaten liest, die sich nicht nur auf diese ja, freiheitliche und universelle Sprüche der amerikanischen Verfassung beziehen, sondern auch auf die ja, Versklavung der schwarzen Nichtbürger in Vereinigten Staaten verweisen. Man kann hier auch bei dem offenen Sklaventum in Polen auf die ja, Ähnlichkeiten von diesen beiden Republikanismen verweisen. Man kann vielleicht auch sagen, dass der polnische Republikanismus mehr hypokrit war, insofern als zum Beispiel Walicki darauf verweist, der polnische Adel als kollektive Souveränität überhaupt nicht in der Verfassung interessiert waren, weil das war im Unterschied, ja, das war eine Kant von Absolutismus, aber das war ein Absolutismus, das ist ein pluralen, kollektiven Absolutismus, der eigentlich auch in der konstitutionellen Tradition nicht interessiert war. Und das, ja, aber vielen Dank für diese Frage. Wir haben, glaube ich, noch Gelegenheit für ein oder zwei Bemerkungen, Fragen, wenn es noch gibt. Vlasta Cordova, bitte. Also ich würde am Anfang sehr danken für Ihren interessanten Beitrag. Und ich habe, weil ich eine Historikerin bin, also meine Frage ist mehr kommt aus mehr aus meinem Fach als aus Philosophie. Und diese Frage ist, Sie haben beschrieben die Geschichte, die ziemlich, finde ich, als
Ja, das ist schon 200-300 Jahre vor. Und, aber haben Sie nicht erwähnt die Wirkung von Anfang des 20. Jahrhunderts? Weil als wir von Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen Franzosen und Polen gesprochen haben, dann zum Beispiel würde ich auch sagen, dass die Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen den neu gegründeten Staaten 1918 sehr wichtig sind, auch möglicherweise für ihre Forschung, würde ich sagen, weil zum Beispiel in Tschechien, ich komme aus Tschechien, also ein gutes Beispiel, Tschechien, da war das so, dass schon in zweiter Hälfte des 20. Jahres war ein Konflikt zwischen katholischen Kirche und Vatikan oder zwischen Staat und Vatikan, Tschechoslowakei und Vatikan. Und dann wurde die katholische Kirche nicht so stark unterstützt und wir haben mehr die evangelische Kirche und sogenannte Husitska Kirche, ich weiß nicht, wie ist das, Husitische Kirche, ja, die wurde begründet. Also wenn dann der Kommunismus gekommen ist, als die Kommunisten gegen die katholische Kirche bekämpfen haben, war das nicht so, wenn die Kommunisten wieder weg waren, war das in Tschechien nicht so, dass wir aus diese positive Erinnerungen auf die Epoche in 1900 in Zwischenkriegszeit hatten. Ja, also die katholische Kirche war für uns nicht mehr so wichtig, schon in dieser Epoche, die vor Kommunismus war. Also meine Frage ist, möglicherweise in Polen war das die Situation ganz anders in Zwischenkriegszeit und die katholische Kirche war die einzige Kirche da und deswegen war sehr und die Gesellschaft hat die Kirche auch sehr stark beeinflusst, also möglicherweise deswegen wurde die Kirche so stark als ein Partizipant oder ein Widerstandskämpfer gegen Kommunismus nach Postkommunismuszeit wieder irgendwie erweckt und als ein Held wieder genommen und jetzt hat einen starken Einfluss in Politik. Also nur, ob Sie kennen wir sagen, ich kenne nicht die Situation in Zwischenkriegszeit in Polen, aber möglicherweise da kennen auch die Konnotationen zwischen diesen zwei Epochen, weil es ist sehr oft so, dass wir nur nicht so viele Jahre erinnern, wie, 300 Jahre zurück, weil niemand erinnert das. Und die Geschichtserinnerung ist sehr aktuell in dieser Zeit, also ich weiß nicht, ob das eigentlich Frage war, aber danke. vielen Dank für diese Frage und auch eine ausführliche Bemerkung. Ja, ich habe wirklich veranlasst diese Periode des 20. Jahrhunderts und vielleicht auch Ende 19. Jahrhunderts in der Prägung der polnischen Identität dezisiv war. Und wenn ich irgendwie vergleichen diesen Einfluss mit einer anderen Tradition kann, ist zum Beispiel auch die natürlich Proportion Garde, die deutsche Tradition. Zum Beispiel bei Scheller findet sich eine interessante Bemerkung, dass die Deutsche Ende 19. Jahrhundert zu einer Nation sozusagen zurückgedrängt waren, also dass sie in Europa von Nationalismen für seine eigene Stadt sich kümmern angefangen habe und vorher ein Opfer, das ist schon Scheller, Opfer der Idee des heiligen Imperium des Deutschen Reichen war es. Und deswegen haben wir so spät angefangen mit seinem Staat. Der ähnliche Prozess ist in Polen festzustellen, aus ganz verschiedenen Gründen natürlich, weil die Teilung Polens eine Strategie der nationalen Identität hervorgerufen hat und ein Anfang eines Nationalismus in diesem ethnischen Sinne war
Und dieser Nationalismus hat sich mit der Kirche auch instrumentell bedient, als Garant dieser Identität, als Garant der Verbürgerlichen der unteren Schichten der Gesellschaft. Das war die sogenannte nationale Demokratie. Und das ist vielleicht die stärkste Komponente der heutigen Identität in Polen, auf welche ich mich nicht bezogen habe, weil ich, wie gesagt, deswegen 200 Jahre vorher gehen wollte, um eine Ansätze einer anderen Nationalitätsverständnis zu suchen. Ja. Bitte schön. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich habe eine kleine Frage, aber mit dieser kleinen Frage soll ich eigentlich wieder neu anfangen. Habe ich Angst. Ich finde das Begriff der Radikalismus kompliziert. Und ich habe Husserl immer verstanden als ein Philosoph, der sich mit seinem Radikalismus gegen die Ideologie des naturphilosophischen Denkens richtet. Also eigentlich ist sein Radikalismus gegen die Ideologie. Und ich habe von Ihnen verstanden, dass Radikalismus eigentlich auch eine Art der Ideologie ist. Haben Sie meine Frage verstanden? Ich vermute so, dass ich nicht genug Gründe angegeben habe. Nein, ich habe nicht genug Gründe. Ich glaube, Sie haben gesagt, dass Radikalismus sollte als eine Art der Ideologie betrachtet werden. Aber Husserl, der Grundleger von der Phänomenologie, hat mit seinen Zurück zu den Sachen selbst, das war sehr radikal, aber das war radikal gegen die Ideologie. Und könnte Sie etwas darüber sagen? Ja, ich verstehe Ihren Point sozusagen. Ja, das ist natürlich, bei Husserl gibt es eine sehr scharfe Gegenüberstellung von der Philosophie als Weltanschauung und von der Philosophie, also als Ideologie, und von der Philosophie als Wissenschaft, also etwas Anti-Ideologisches. Und natürlich hat er die Phänologie als Wissenschaft bestimmt, damit sich gegen die Ideologie des Naturalismus zu distanzieren. Wenn ich Phänologie selbst als eine Art Radikalismus zu deuten versuche, ist es natürlich polemisch gegenüber dieser Selbstverständnis von Husserl ausgerichtet. Ja, ich wollte sagen, dass eigentlich die Idee der Phänomenologie selbst eine Art Weltanschauung ist, aber dass sie nicht in der Ideologie des Naturalismus, also dass sie sich nicht auf einige faktische Prämisse berufen will, sondern auf diese Ideale, die von deutschen Idealismus insbesondere bei Fichte zu finden sind. Damit sagen Sie, dass das Projekt von Zurück zu den Sachen selbst eigentlich ohne Voraussetzungen zu denken gescheitert ist. Das ist eine Frage. Ich bin ziemlich verdächtig gegenüber der Idee der Voraussetzung der Phänologie. So, ich habe heute
in dem anfangs von mir zitierten Aufsatz von Andrzej Gniazdowski gelesen, in dem Band über die Grenzen, den ich erwähnt hatte, herausgegeben von Madalina Diaconou und Bianca Boteva-Richter. Und ich hatte eingangs diesen Begriff des Antemorale Christianitatis erwähnt. Und nur ein sehr, sehr schönes, und das vielleicht, ich glaube, es geht ein wenig in die Richtung, in die Sie wollen, wie Andrzej Husserl versteht, weil er spricht dort, und das fand ich eine sehr schöne Formulierung, von Husserl als dem Proponenten oder Vertreter des Antemorale Rationalitatis. In seiner Idee des europäischen Menschentums, das ist ein universales Menschentum, was natürlich auch alles problembelastet ist. Aber das fand ich einen sehr schönen Begriff. Vielleicht ist es etwas, was wir hier, also gerade weil wir jetzt diese Husserl-Debatte eröffnet haben, was wir vielleicht am Ende haben können. Ich würde damit jetzt hier zum Schluss kommen. Ich darf allen danken, die im Livestream heute dabei gewesen sind. Ich darf vor allen Dingen Ihnen danken, die Sie heute hier in der Bibliothek dabei waren. So langsam, wie gesagt, beginnen wir wieder mit diesen Präsenzveranstaltungen. Der Vorteil für Sie oder das vielleicht Nette daran, dass Sie es heute Abend hier waren, ist, dass im Gegensatz zu denen, die beim Livestream dabei waren, sind Sie jetzt alle eingeladen unten in unsere Cafeteria zu einem Glas Wein. Bitte leisten Sie uns Gesellschaft. Es werden sicher auch noch einige andere Fellows hier aus dem Hause dazukommen. Wir hatten heute ausnahmsweise oder fast ausnahmsweise den Monatsvortrag auf Deutsch. Ansonsten wird das bei uns, finden viele Veranstaltungen auf Englisch statt, aber leisten Sie uns gerne Gesellschaft, kommen Sie mit hinunter noch in die Cafeteria. Für alle, die vielleicht zum ersten Mal hier sind, einfach nur die Treppe hinunter. Damit danke ich aber dann vor allem der wichtigsten Person dieses Abends, und das ist Andrzej Gniazdowski. Andrzej, vielen Dank für den Vortrag, für die Diskussion. Es war eine Freude, dass wir dich jetzt, wie lange, 5 Monate, glaube ich, fast als Fellow im Hause gehabt haben. Und wie ich eingangs sagte, leider geht diese Zeit bald zu Ende. Vielen Dank, Andrzej. Ich danke sehr. Ich danke sehr.